Schön, dass ihr da seid. Hallo Luise, hallo Ben. Moin. Moin. Hi. So, toll, dass ihr Zeit habt und ich freue mich sehr. Ich habe ja schon von meinen Kollegen mal irgendwie Berichte zwischendurch, die gesagt haben, ich müsste jetzt langsam mal Taler in irgendwelche Phrasenschweine reintun, so oft wie ich den Namen oder den Begriff Pinio fallen lasse. Und jetzt haben wir endlich mal die Gelegenheit, das mal so richtig offiziell und groß zu präsentieren. Wir haben ja selbst mal eine schöne Umfrage mit euch machen dürfen in Bezug auf ein öffentliches WLAN-Projekt und ja, das war ganz toll, hat super geklappt, ging rasend schnell und deswegen bin ich ganz begeistert, dass sich das also nicht nur mit Marketingmaterial irgendwie erklären lässt, sondern auch richtig durch schnelles Handeln irgendwie, dass man da gleich schon so ein paar Probleme hat. Also insofern vielen Dank, dass ihr da seid. Ich muss erstmal wieder ein bisschen wach werden. Ich bin noch komplett in Trance von der Musik, die gerade die ganze Zeit lief. Ja, okay. Bei Gelegenheit mal den Spotify-Link schicken. So, okay, vielen lieben Dank, Matti, dass wir heute da sein dürfen. Ich würde vielleicht einmal meinen Screen kurz teilen. Ja, super. Ich werde uns auch nochmal so ein Overlay drauflegen, dann sieht das wieder ein bisschen Fernsehstudio-mäßiger aus. Wir haben ein Sendelogo, guck mal an. Okay, ihr müsst mir dann einmal kurz sagen, ob ihr das alles sehen könnt. Ja, ich blende den schon mal ein und tada, hier sind wir. Also ich würde mich dann jetzt einfach auch von der Bühne nehmen und euch den Raum überlassen. Also viel Spaß mit Ben und mit Luise von Opinio. Vielen Dank, lieber Matti, für die freundliche Intro und dafür, dass wir heute hier einmal uns präsentieren dürfen. Mein Name ist Ben, ich bin Head of Business Development bei Opinio. Mit mir im Call ist meine Kollegin Luise. Luise leitet bei uns das Marktforschungsteam. Ich habe den Vortrag vorher jetzt nicht ganz mitbekommen, aber es ging, glaube ich, auch so ein bisschen um dieses Thema Kundenzentriertheit und Schnelligkeit. Und ich glaube, dass wir da ganz gut anknüpfen können mit dem, was wir jetzt euch hier einmal zeigen möchten. Also wir sprechen ja, um das Ganze mal in den Kontext einzuordnen, heute über das Thema Innovation bei Stadtwerken in der Energiebranche. Und ich finde es in dem Zusammenhang ganz interessant, sich vielleicht auch mal den Innovationsmarkt weltweit anzugucken. Es gibt hier so eine knallharte Kennzahl aus der Harvard Business Review, die besagt, dass es jedes Jahr 30.000 neue Innovationen oder Produkte gelauncht werden und davon knapp 95% einfach scheitern. Das ist jetzt nicht also bei jeder Branche gleich, aber überall gibt es welche, die scheitern und das sind insgesamt mehr als 500 Milliarden US-Dollar, die da einfach in den Wind geblasen werden. So. Und man muss sich natürlich fragen, wie gehört man eigentlich letzten Endes zu diesen 5%, die damit irgendwie erfolgreich sind? Und da gibt es sicherlich ganz viele Dinge oder Indikatoren, die damit reinspielen, warum das so ist. Aber ein großer Bestandteil ist, dass Unternehmen eigentlich ihre Zielgruppe nicht richtig einbinden in die Entscheidungsfindung. Das heißt, Marktforschung wird eigentlich auch nicht zuletzt deshalb, weil es eben recht veraltete Methodiken gibt, nicht richtig angewandt oder so angewandt, wie man es eigentlich machen sollte. Und was wir eigentlich bei Opinio irgendwie ermöglichen wollen, ist euch ganz grundsätzlich, jedem unserer Kunden, sowohl repräsentativ weltweit, aber auch auf regionaler Ebene, die Möglichkeit zu geben, die Zielgruppe als Bearing-Partner mitzunutzen. Und das ist ein bisschen schwierig, das auf operationalem Level zu machen aktuell, zumal Marktforschung eigentlich so ein Prozess ist, ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch da regelmäßig Berührungspunkte haben, aber der ganze Prozess ist relativ langwierig und sehr kostenintensiv. Das heißt, ich habe zum Beispiel irgendein Projekt oder irgendwas, was ich voranbringen möchte, habe dadurch irgendwie eine Frage an meine Zielgruppe, ich muss damit dann zu einer Agentur gehen, die mir die Forschungsfrage formuliert, die gehen zu einem Panel oder zu einem Panel-Provider und die greifen dann vielleicht sogar im schlimmsten Fall zum Festnetztelefon und versuchen, diese Daten zu erheben. Und dann muss das durch diese ganzen Intermediäre eigentlich wieder zurück. Und es dauert unheimlich lange, bis ich meine Daten habe. Ich zahle unheimlich viel Geld dafür und gebe einfach sehr, sehr viel Zeit und Geld dafür her, die ich mir eigentlich einsparen könnte. Und es muss aber eigentlich auch deutlich schneller funktionieren und deutlich günstiger, um eben zu sagen, wir nehmen die Zielgruppe in jede Entscheidung, die wir eigentlich treffen, die sie irgendwie betrifft, mit rein. Weil man muss sich angucken, wie treffen wir eigentlich jetzt vor allem im Marketing oder generell Entscheidungen im Unternehmen, die irgendwie mit der Zielgruppe zu tun haben. Die treffen wir natürlich zum einen basierend auf Bauchgefühl, ja, basierend auf Kommunikation mit Kollegen und vor allem aber auch basierend auf Arbeits- und Branchenerfahrung.
Viele von euch werden auch ein paar Jahre in der Branche schon Erfahrung gesammelt haben und man entwickelt eigentlich ein ganz gutes Gespür dafür, wie die Zielgruppe gegebenenfalls so tickt. Die Zielgruppe, so wie alles auf der Welt, verändert sich allerdings und man muss eigentlich eine recht hohe Reaktivkraft haben, um eigentlich da mithalten zu können, weil der Trend von gestern von mir aus der Hate von morgen sein kann. Und wenn wir dann mit Daten arbeiten, die vielleicht 10, 11, 12 Monate oder noch länger oder älter sind, dann kann das sehr schnell dazu führen, dass wir zu den 95% gehören und nicht zu den 5%. Und was wir eigentlich ermöglichen wollen, ist, dass wir nicht nur einmalig oder in bestimmten Themenstellungen, sondern grundsätzlich die Zielgruppe in jede Entscheidung irgendwie mit einbinden und dadurch so ein bisschen das Risiko unserer Entscheidungen einfach minimieren. Ja, und das fängt nicht da an, dass man Produkte zusammen konzipiert, sondern eben auch in diesem Cycle, den wir dargestellt haben, anfängt, die Zielgruppe erstmal zu verstehen. Wie sieht unsere Zielgruppe überhaupt noch so aus, wie sie vor 5 oder 10 Jahren ausgesehen hat? Welche Trends gibt es aktuell da draußen? Haben sich die Bedürfnisse und Painpoints irgendwie verändert? Und erst wenn ich das weiß, ja, im Idealfall auch auf tagesrelevanter Basis, dann kann ich in so ein Prototyping gehen und gucken, okay, welche Features brauchen wir eigentlich und was kommt bei der Zielgruppe gut an? Selbst die ganze Kommunikationsstrategie müsste ich eigentlich mit der Zielgruppe zusammen erarbeiten, weil die am Ende diejenige ist, die es auch irgendwie receiven muss. Und im letzten Schritt natürlich auch erfolgreich oder unsere Erfolge, die wir davontragen, zu messen oder eben auch die Fehler, die wir machen, um in Zukunft einfach in diesem Zyklus erfolgreich sein zu können. Und das ist eigentlich das, was Epinio ermöglicht. Real-Time-Marktforschung nennen wir das. Wir wollen eigentlich grundsätzlich jedem ermöglichen, seine Entscheidungsprozesse datenbasiert zu machen. So. Und dadurch dieses Thema Agilität und Consumer Centricity, also Kundenzentriertheit, zu fördern und natürlich auch jeden Mitarbeiter, der sozusagen in Echtzeit jederzeit seine Zielgruppe irgendwie zu allen Themenstellungen befragen kann, zu empowern und damit einfach zu einem besseren Arbeitnehmer zu machen, weil er eben einfach effizienter arbeitet und bessere Entscheidungen trifft. Und Epinio funktioniert aus unserer Kundenperspektive als All-in-One-Plattform. Das heißt, all diese Intermediäre, die ich vorher genannt habe, die so viel Zeit und Geld in Anspruch nehmen, nehmen wir eigentlich raus aus dem ganzen Prozess und versuchen euch über einen Account, über euren Account auf research.opinio.com, könnt ihr euch den gerne mal anlegen, diese ganze Bandbreite einfach zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ihr meldet euch an, ihr konzipiert gerne in Zusammenarbeit mit uns eure Umfrage, ja, und versucht eure Zielgruppe sozusagen dadurch zu identifizieren und gegebenenfalls Personas zu bilden. Wir checken eure Fragebögen gegen. Wir werden das auch gleich einmal live direkt mit Luise im Anschluss machen. Die Teilnehmer antworten und ihr habt auch sofort eigentlich die Ergebnisse nach wenigen Minuten oder Stunden in eurem Dashboard zur Verfügung und könnt die selbst auswerten. Also der Kerngedanke ist eigentlich der, dass wir versuchen, jeden zum Marktforscher zu machen, es für euch so einfach wie möglich zu machen, Kunden zu allen möglichen Themenstellungen zu befragen. Deutschlandweit erreichen wir da aktuell 500.000 Menschen, wie gesagt auch auf regionaler Ebene und weltweit, glaube ich, mittlerweile über 7 Millionen Menschen. Und jetzt fragt man sich natürlich berechtigterweise so, okay, Ben redet da jetzt viel über Schnelligkeit und sowas, wie soll das funktionieren? Weil wenn man sich den Marktforschung aus Konsumenten oder Marktforschungsprozess aus Konsumentenseite mal anguckt, dann ist es eigentlich, sagt es genau das Gegenteil. Ich weiß nicht, wann ihr zuletzt an Marktforschung teilgenommen habt. Bei mir war das im Studium, glaube ich, und da ging es eigentlich darum, dass ich mir schnell mal 20 Euro verdienen wollte, die ich dann am Wochenende gegebenenfalls wieder in Bier investieren konnte oder sowas. Dabei war mir tatsächlich die Qualität der Antworten, die ich da gebe, relativ egal. Ich wurde sozusagen extrinsisch motiviert, da mitzumachen. Das sind am Ende auch Daten, womit man arbeiten kann. Wie viel besser und qualitativer die tatsächlich sein könnten, sei dahingestellt. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, dann ist das eine super perplexe Geschichte, weil es gibt heute so viele Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, was auch immer, wo Menschen täglich online sind, um ihre Meinung preiszugeben. Und ich bekomme jetzt auch keine 20 Euro dafür, dass ich bei Twitter irgendwie was rausfeuere an Leute, sondern ich mache das aus der intrinsischen Motivation heraus, Content zu kreieren und zu konsumieren. Ja, und das ist eigentlich, sag ich mal, der Pfeiler, auf dem Epinio entwickelt wurde. Epinio funktioniert als App und ist letzten Endes nichts anderes als ein soziales Netzwerk. Das heißt, ich kann mich als Nutzer einfach anmelden. Ich kann an meine Peers zum Beispiel kleine Fragen stellen. Ich kann mit anderen interagieren. Ich kann Leuten folgen. Und der Incentive, den es gibt sozusagen, ist ein intrinsischer. Das heißt, ich kann mir Trophäen verdienen. Ich kann
weiß ich nicht, im Level aufsteigen, mehr Reichweite generieren etc. Und es gibt eigentlich so einen gesunden Meinungsaustausch unter den Leuten. Also sehr, sehr hoher Gamification-Ansatz und die Leute haben einfach Spaß an diesem Prozess der Meinungsbildung, wenn man so will. Und jetzt ist es in der Marktforschung immer ein bisschen schwierig, das mit Benchmarks zu belegen, welche Einflüsse das tatsächlich auf die Datenqualität hat. Wir rühmen uns immer gerne damit, dass wir sagen, die Validität unserer Freitextantworten liegt bei 96%, was sehr, sehr hoch ist und einfach ein sehr guter Indikator dafür ist, dass unsere Leute oder unsere Teilnehmer, unser eigenes Panel tatsächlich sehr viel Spaß an dem hat, was wir ihnen sozusagen anbieten. Das, ohne jetzt allzu viel Zeit letzten Endes verlieren zu wollen, würde ich hier vielleicht einmal kurz euch zur Verfügung stellen, welche Kunden aktuell schon mit uns arbeiten. Das soll überhaupt nicht, ich will da überhaupt nicht angeben. Das ist nur ein bisschen, dass wir einfach auch ein paar Referenzen preisgeben können. Und würde vielleicht an der Stelle auch direkt übergeben an Luise, die jetzt mit euch einmal direkt in unsere Plattform einsteigen möchte und mal eine Live-Befragung macht, damit ihr seht, wie das tatsächlich funktioniert. Jo, vielen Dank, Ben. Moin an alle. Genau, Ben hat ja gerade schon gesagt, es geht relativ fix. Wir dachten uns, wir demonstrieren euch das einfach mal. Deswegen würde ich jetzt einmal meinen Screen sharen. Matti, es wäre cool, wenn du das dann freigeben könntest, sobald du das siehst. So, also oh, perfekt, das hat ja hervorragend geklappt. Also genau, wir sehen hier unsere Plattform, die Ben gerade schon angeteasert hat. Und ich habe im Vorhinein zwei unterschiedliche Umfragen schon mal vorbereitet aus der ganzen Energiebranche interessieren. Und zwar ist das einmal das Thema Vergleichsportale und Prämien. Also wer nutzt eigentlich Vergleichsportale? Wie wichtig sind dabei Prämien? Wie du kriegst 100 Euro Sofortkundenbonus oder du kriegst einen Amazon Echo for free. Und einmal das Thema Windbürgergeld nach dem Motto, okay, könnte man Menschen, die Windkraftwerke in ihrer Nachbarschaft ablehnen, mit einer Beteiligung überzeugen, dass sie die doch ganz gut finden. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt mit euch kommunizieren kann, aber ihr könnt mir gerne einmal sagen, welches von den beiden Themen für euch interessanter ist. Dann machen wir einfach das, was euch am meisten interessiert. Ich weiß nicht, ob ihr das in den Chat schreiben könnt oder so, oder ob Matti uns das sagen kann. Genau, dann können wir uns hier einmal entscheiden, was wir machen wollen. Ja, also ich gucke hier live. Hallo Matti, wir sehen uns. Irgendwie, glaube ich, hatten wir gerade so eine Rückkopplung oder so. Kann aber auch an meinem zweiten Screen hier gelegen haben. Entschuldigung, also ich habe hier von Steffen eine Nachricht gekriegt. Der schreibt, wir nutzen Opinio bei den Stadtwerken Düren seit einem Jahr in der Produktentwicklung und haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Geschwindigkeit, mit der wir so quantitative Daten aus den entsprechenden Zielgruppen erhalten, ist konkurrenzlos. Große Empfehlung. Hat jetzt wenig... geholfen bei der Entscheidung, was wir machen. Ja, also, schreibt gerne im Chat, wenn ihr jetzt eine Entscheidung mit beeinflussen wollt, müsst ihr jetzt was schreiben. Das hilft. Genau. Matti, sonst musst du eine Entscheidung treffen für deine Kollegen und Kolleginnen. Das fällt mir total schwer. Außerdem habe ich jetzt das gar nicht mehr so top of mind, was du gerade gesagt hast. Ich hatte hier, sag mal nochmal. Genau, also entweder was zum Thema Vergleichsportal, Prämien, was ist da eigentlich wichtig, wenn man irgendwie Strom- und Gastarife vergleicht, wie lässt man sich von der Prämie blocken, und einmal war das Thema Windbürgergeld, Beteiligung an Windkraftanlagen, um gegebenenfalls Reaktanzen gegenüber Windkraftanlagen abzubauen. Also ich würde die Windkraftanlagen nehmen, weil ich die total spannend finde. Bin ich bei, sehe ich genauso. Für die Vergleichs. Ich finde das Thema nämlich auch, ein bisschen spannender. Genau, also ich habe schon mal einen kurzen Fragebogen angelegt. Es geht um Windkraftanlagen. Dann so ein bisschen abklopfen, was würden die Leute eigentlich denken, wenn in ihrer Nachbarschaft ein Windpark gebaut werden würde. Und dann eine kleine Analyse. Wie viel müsste man Leuten eigentlich bezahlen zwischen 20 Euro und 250 Euro pro Monat, damit sie fein mit einem Windpark in ihrer Nähe wären, was ja in Richtung Bürgerbeteiligung gehen würde? Wir fragen da einfach mal 500 Menschen in Deutschland in gleich großen Altersgruppen, damit wir da auch eine gute Range abgreifen können. Wir könnten aber, wie Ben gesagt hat, irgendwie 90 andere Länder auch auswählen. Ich spreche jetzt leider so spontan nur gut Deutsch, deswegen mache ich das jetzt mal in Deutschland. Und wir schrecken auch die Zielgruppe nicht weiter ein. Genau, und dann, wenn wir sagen, okay, perfekt, das sieht alles gut aus, dann starten wir jetzt, wenn mein Internet uns nicht im Stich lassen würde. Perfekt.
Okay, ich starte jetzt diese Umfrage. Und was jetzt passiert, wir kriegen eine kurze Nachricht, das kriegen jetzt unsere Marktforscher vorgelegt, die das prüfen müssen. Der Marktforscher ist in diesem Fall ich, also eine Marktforscherin. Und ich starte die Umfrage jetzt einmal. Und jetzt geht die Umfrage in unser Panel an unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die Ben ja eben auch schon angeteasert hat in der App. Und jetzt müssten wir ganz kurz warten, damit die ersten Menschen auch Zeit haben, die Umfrage zu beantworten. Da braucht man ja 1-2 Minuten für. Aber wie der Prozess jetzt eigentlich laufen würde, hätte ich die Umfrage jetzt nicht sofort gestartet, sondern hättet ihr die vielleicht gestartet, dann hätte mein Team oder ich uns die Umfrage angeschaut und euch nochmal Feedback gegeben. Denn es ist so, dass der Großteil von unseren Kunden und Kundinnen jetzt keinen Marktforschungs-Background hat oder ein Diplom in Marktforschung, sondern dass das Menschen sind, die im Innovation Management arbeiten, die im Marketing arbeiten, die natürlich extremst viele Fragen haben und schnell Entscheidungen treffen müssen, aber jetzt nicht unbedingt so das Methoden-Know-how haben, um zu wissen, wie stelle ich einen guten Fragebogen, wie komme ich überhaupt dahin, wo ich hin will. Das heißt, es gibt immer noch mal diese Kontrolle durch mein Team, damit man einfach nichts falsch machen kann und man wirklich am Schluss einen guten Fragebogen und somit auch gute Antworten bekommt. Den Step haben wir jetzt aus Zeitgründen einmal übersprungen. Aber eigentlich wäre das der normale Prozess. Und das Feedback dauert eigentlich immer so ungefähr eine Stunde, manchmal auch noch ein bisschen länger, je nachdem, wie viel Verbesserungspotenzial es am Fragebogen noch gibt. Aber eigentlich geht es relativ fix. Genau, wir sehen, es haben jetzt schon 57 Personen teilgenommen. Wir sehen, die jüngste Zielgruppe ist immer am schnellsten, weil die einfach mehr am Handy hängen. Die Älteren brauchen always dann immer noch mal so 2 Minuten länger. Richtig, always on. Also die kriegen sofort die Nachricht und machen die Umfrage, wohingegen so Zielgruppen ab 45, die gucken alle halbe Stunde mal aufs Telefon und machen es dann. Das heißt, die rutschen dann immer nach. Ja, vielleicht so für die, Entschuldigung, habe ich dich gerade unterbrochen. Eine Frage, nämlich ist das Tool denn eher was für große Märkte oder habt ihr so schöne Nischenerfahrungen auch? Also ab was für einer Größenordnung lohnt es sich oder kann man damit richtig effizient umgehen? Das kommt so ein bisschen drauf an, da das Panel so extrem groß ist, können wir auch schon nischige Zielgruppen abbilden. Was jetzt zum Beispiel nicht machbar wäre, ich wohne in Lüneburg, wir könnten jetzt nicht sagen, wir wollen 5000 Lüneburger Menschen befragen, hier leben nur 80.000 Personen, das ist dann zu klein, aber wenn man sagt, wir möchten irgendwie nur Leute Hamburg oder nur Schleswig-Holstein, das ist einfach überhaupt kein Problem. Und auf Städtebasis kommt es immer darauf an, wie groß die Stadt ist. Aber irgendwas zwischen 100 bis 500 Personen kriegt man auf jeden Fall auch auf einer Städtebasis. Ja, okay, super. Klasse. So, dann wollen wir mal gucken, wie weit die Ergebnisse sind. Ja, genau, ich refresh noch einmal. Mein Internet ist leider ein bisschen lahm. Ihr kennt das in Deutschland. In einer kleinen Stadt ist es leider. Genau, aber wir sind wir bei knapp 300 Personen. Das heißt, wir können jetzt mal ein bisschen mehr in die Ergebnisse einsteigen. Und wir sehen jetzt erstmal, 25% der Leute haben tatsächlich schon ein Windkraftwerk in ihrer Umgebung, 2/3 nicht und 13% sind sich gar nicht mal so sicher. Aber jetzt eher die spannendere Frage, wenn ein Windkraftwerk gebaut werden würde in der Umgebung, wie fände man das jetzt? Und was ziemlich überraschend ist, 18% fänden das sogar extremst gut, Windkraftanlagen vor ihrer Wohnung zu haben. 40% hätten nichts dagegen. Aber dann gibt es hier auch immer noch ungefähr die Hälfte, der sagen, okay, das stört mich, aber wenn es sein muss. Aber hier 10% sagen, sie würden protestieren oder sogar wegziehen. Und wir können zum Beispiel auch mal schauen, gibt es hier irgendwelche Unterschiede, zum Beispiel nach dem Geschlecht, gibt es hier irgendwie Akzeptanzunterschiede. Und ganz interessant, man sagt ja eigentlich immer eher, Nachhaltigkeit ist eher so ein weibliches Thema, aber die Gruppe der Leute, die es stören, aber die es zähneknirschend akzeptieren würde, sind vor allem weiblich und die Personen, die es eher richtig gut finden, sind vor allem die Männer an diesem Punkt. Ganz spannend. Wir können auch mal gucken, ob es hier einen Altersunterschied gibt an der Stelle. Und ich glaube, wir sehen hier gerade einen ganz extremen Zusammenhang zwischen Alter. Also je jünger ich bin, desto weniger habe ich was dagegen. Je älter ich bin, die Älteren sind auch eher die sagen würden, das nervt mich aktiv, da würde ich gegen vorgehen. Ich denke,
kann man hier ganz spannende Inferenzen ziehen, dass jüngere Leute eher ein bisschen grüner sind, eher auch Interesse an Nachhaltigkeit und solchen Themen haben. Also ganz, ganz spannend. Genau. Also ist schon total spannend zu sehen, wie schnell die Ergebnisse reinkommen. Ich denke, viel Arbeit steckt sicherlich in der Fragestellung und auch in der Zielsetzung am Anfang. Was will ich überhaupt erreichen? Was habe ich vor, irgendwie in Erfahrung zu bringen? Es lassen sich aber hervorragende Ideen spinnen im Zusammenhang mit bestehenden Kundendaten. Also von welcher Zielgruppe habe ich wie viele in meinem Bestandskundenfeld oder in einem bestimmten Wohngebiet, je nachdem wie groß jetzt meine Stadt, meine Kommune, wie auch immer ist. Da glaube ich, kann so ein Tool hervorragend helfen. Zumal ich auch, und das wäre jetzt so, ist ja immer die doofe Frage, was kostet das? Ich war selbst ganz erstaunt halt, und deswegen erwähne ich das jetzt auch nochmal, dass es eben gar nicht so viel kostet. Also das ist einfach sehr schnell, auch mit einem schmalen Budget kann man da flott an Ergebnisse kommen. Und ich habe jetzt allerdings die Preisliste nicht im Kopf, müssen wir jetzt auch nicht runterbeten, aber. Ja, also wenn ich mich da kurz mal einschalten darf, was eigentlich ganz entscheidend ist, du hast ja in der Marktforschung bei den ganzen Anbietern, die es eben da draußen gibt, ich will jetzt keine Namen nennen, GfK zum Beispiel, da gibt es natürlich nicht die Möglichkeit, oder da musst du eigentlich immer, sag ich mal, irgendwelche Verträge abschließen. Ja? Das heißt, du bist meistens immer über mehrere Monate bis Jahre an so eine Instanz gebunden. Und was wir eigentlich ermöglichen, wir haben so ein eigenes Credit Pricing. Das heißt, man kauft sich eigentlich für einen Teilnehmer, braucht man zwei Epinio Credits und hat dadurch eigentlich die Möglichkeit, eben auch nur projektbasiert mit uns zu arbeiten. Das heißt, es gibt keine Abo-Verträge oder sowas, die ich abschließen muss, sondern ich kann tatsächlich auf Projektbasis einmalig auch Erhebungen durchführen, um zu gucken, ob das was für mich ist. Ja. Super cool. Also vielen Dank für die Einblicke, die ihr uns gestattet habt. Und wir können nochmal so auch als Abschluss hier sagen, es gibt einen Epinio-Raum, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, unterhalb der Bühne, auf der ihr euch gerade befindet hier in Wörtli, da läuft euch das Epinio-Logo über den Weg. Und da werden wahrscheinlich Luise und Ben sich gleich mal hinbegeben, für den Fall, dass da so noch Fragen zu klären sind, one-to-one und vielleicht, die man nicht ganz so öffentlich irgendwie klären möchte. Also da habt ihr die Gelegenheit dazu. Und ich werde jetzt euch beiden mal durch die Kamera tief in die Augen gucken und sagen, die Ergebnisse von der Umfrage, die wir gerade gesehen haben, die würde ich sehr gerne in der Nachbearbeitung hier auch zur Verfügung stellen. Und ist die Frage, kriegen wir die? Auf jeden Fall. Also ich würde das jetzt so machen. Es ist natürlich, also zum einen ist es cool, wenn wir euch da eine PowerPoint schicken, aber ich glaube, dass es sogar noch besser ist, wenn ihr euch einfach einen Account macht bei Epinio. Ja, der ist natürlich vollkommen kostenfrei und dann legen wir euch in diese Accounts einfach diese Study, weil dann könnt ihr da auch interaktiv drin rumfiltern und einfach selbst analysieren ein bisschen. Ja, das ist immer ein bisschen spannender. Also geht beides. Ja, super. Dann würde ich jetzt einfach spontan sagen, nämlich in eurem kleinen Messestand, den wir da haben, der Raum hier in Wörtli, der hat auch so ein kleines Kontaktformular. Und da können wir das so machen, dass jeder, der sich da einträgt und Interesse dran hat an dem Ergebnis hier und mal in eurem Backend sich das alles anschauen möchte, dass der sich dort einträgt, uns einen kleinen Kommentar hinterlässt. Und dann kriegen die Informationen Ben und Luise und ihr könnt die Accounts einrichten bzw. in Kontakt treten und dann könnt ihr da ein bisschen rumspielen und schauen, was das ganze Marktforschungsthema für euch so bereithält. Okay, prima. 11.15 Uhr, Punktlandung. Dann blenden wir jetzt quasi gleich über ich danke nochmal euch ganz herzlich. Fühlt euch noch weiter wohl und wechselt wieder rüber in Wörtli und netzwerkt fleißig. Ich hoffe, wir sehen uns nachher nochmal. Es ist ja jetzt noch, ich habe gar keine Uhr um, es ist ja jetzt noch irgendwie Vormittag und so, aber vielleicht haben wir, ich freue mich schon auf die Chill-Out-Stage heute Abend, dann können wir vielleicht nochmal ein Glas Wasser zusammen trinken. Okay. Sehr gerne. Prima. Dann nehme ich euch von der Bühne und vielen Dank nochmal. Ciao.